Kurz vorab, bevor ihr euch jetzt wundert, warum das Video vielleicht so lang ist. Nein, das ist kein geskriptetes Video. Das ist jetzt mal so den Versuch, die Review-Inhalte, die ich normalerweise auf meinem Patreon zur Verfügung stelle oder eben auch mittlerweile auf meinem Zweitkanal Speckobstler, wo ich mehrfach die Woche so Reviews zu aktuellen Spielen oder eben Meinungsvideos hochlade. Da könnt ihr mal gerne dran vorbeisehen. Denn ich habe auch zeitgleich jetzt zu diesem Video eine Retrospektive zur gesamten Resident Evil Reihe, beziehungsweise so die Mainline-Titel und dann eben noch so Revelations 1 und 2 mit dabei, habe ich auf diesem Zweitkanal hochgeladen. Das heißt, falls ihr nach dieser Review zu Resident Evil 8 beziehungsweise Village Lust habt, von mir noch die Gedanken zu der gesamten Serie zu hören, dann könnt ihr das gerne auf dem Zweitkanal Speckobstler machen. Das habe ich auch am Ende vom Video und eben in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Und ansonsten, wenn ihr eben mehr solche Sachen eben dann auch hören wollt, weil ich habe eben Zeit, ungeskripteten Kram öfter zu machen, und das ist dann mehr der Bonusinhalt, der entweder auf dem Zweitkanal oder eben exklusiv auf meinem Patreon erscheint. patreon.com/speckobst. Und wir brauchen auch, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Leute momentan, dass das nächste Ziel erreicht ist. Und dann mache ich passend zu diesem Video eben ein kleines oder größeres Video, müssen wir mal sehen, wie es dann wird, zu den 6 Resident Evil Filmen von Paul W.S. Anderson, diesen 6 Katastrophen. Also falls ihr das sehen wollt, gerne da vorbeigehen, da kriegt ihr auch noch mehr Inhalte. Aber jetzt zu Resident Evil Village oder 8. Ich glaube, ich sage einfach 8 die meiste Zeit, weil es eben kürzer ist, oder sagst nur Village, ist auch egal. Jedenfalls, ich bin ein gigantischer, riesiger Resident Evil Fan. Das ist die für mich beste, wichtigste Serie. Da kenne ich mich am meisten drin aus, habe die meisten Titel von gespielt. Ich bin auch sehr tief in der Lore drin. Normalerweise interessiert mich sowas nicht, aber aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil es auch teilweise mal ein bisschen bescheuerter wird und ich das eben so früh mich da auch eben reingesetzt habe, ist das Ganze für mich eben sehr wichtig. Ich habe aber Resident Evil 8 tatsächlich nicht zum Launch gespielt. Ich habe es natürlich zum Launch gekauft. Es lag auch die ganze Zeit neben meiner Xbox. Also ich habe die Series X-Version gespielt und habe darauf gewartet, so dieser perfekte Moment, wo ich so diese 12, 14 Stunden eben Zeit habe, mal an einem Stück, dass ich mich wirklich hinsetzen und das genießen kann. Das hat leider jetzt mit den ganzen Projekten und so alles ein bisschen gedauert. Aber nachdem mein Internet jetzt wieder problemlos läuft und ich eben auch weiterhin streame, auch da gerne bei twitch.tv/speckobst vorbeisehen, falls ihr Lust habt, mir dazu zu sehen. Ich streame mehrfach die Woche. Meine Zeiten, wann ich streame, seht ihr auch immer auf dem jeweiligen Plan auf der Twitch-Seite, aber egal. Ich habe das komplette Spiel dann eben gesagt, hey, ich streame das jetzt, meinen ersten Durchgang, Standard Difficulty, und gucke eben mal live mit den Leuten, mit euch, wie mir das Ganze dann so passt. Und wie sich relativ schnell rausstellte, bin ich, und das habt ihr wahrscheinlich jetzt schon in der Überschrift von diesem Video hier gesehen, ich bin nicht wirklich der größte Freund vom Spiel. Ich hoffe, dass ich das mit der Zeit, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit da reinstecke, ein paar mehr Durchgänge mache. Das Footage, was ihr auch gerade seht, das ist jetzt nicht von dem Livestream, sondern ich habe das dann nochmal direkt gecaptured und bin gerade dabei, im zweiten Durchgang den Speedrun nur mit dem Messer, ohne Heil-Items und eben ohne Geld auszugeben zu machen. Das heißt, falls ich da jetzt einfach nur so durchrenne, ich brauchte das eben als passendes Footage, ne? Ist jetzt auch egal. Aber ich hoffe, dass ich es irgendwann noch so ein bisschen mehr wertschätzen lerne, weil meine erste Reaktion zu vielen Sequenzen war halt eine sehr negative. Und ich glaube, das liegt eben auch vor allem daran, und deswegen habe ich das am Anfang überhaupt in der Einleitung erst gesagt, dass ich eben ein wirklich großer Resident Evil Fan bin und gerade von Teil 4 eben auch. Also meine beiden Lieblings-Resident Evil Teile sind Resident Evil Remake und Resident Evil 4. Und danach ist es so entweder Resident Evil 2 oder Resident Evil 2 Remake. Das sind so die sich um den dritten Platz streiten. Und Teil 8 ist ja schon eine sehr deutliche Anlehnung an Resident Evil 4. Also in mehreren Komponenten. Manche eben oberflächlich, manche ein bisschen direkter. Das heißt, das Spiel nimmt sich diese Basis von Resident Evil 7, was mehr versucht hat, in die Richtung von dem ersten Teil zu gehen, ein sehr gemächliches Spiel zu sein, was vor allem auf diesem klassischen Entscheidungen basiert, dass man so ein kurzzeitiges und eine langzeitige Planung eben hat. So, welche Items nehme ich mit? Wo gehe ich lang? Was sind meine nächsten Ziele? Und wie wirken sich eben meine früheren Entscheidungen dann auch im späteren Spielverlauf aus? Und auch das Kampfsystem war gerade eben basierend auf der Ego-Perspektive und weil es eben auch so ein bisschen ruhiger, gemächlicher sein sollte, sehr reduziert. Und das hat man jetzt genommen und das scheinbar 1:1 in ein
weiteres, also dieses Korsett genommen, ist nicht angepasst und hat dann versucht, da das Erlebnis von Resident Evil 4 so reinzuquetschen. Ne? Also das fängt schon an bei so oberflächlichen Sachen, dass man das Inventar aus Resident Evil 4 hat. Das ist auch wieder so wie ein Koffer aufgebaut, wo man die Items dann so frei herumdrehen kann, um das da so Tetris-mäßig hinzulegen. Es gibt wieder einen Merchant, bei dem man zum Beispiel auch den Koffer upgraden kann, bei dem man die ganzen Waffen upgraden kann. Es gibt Schätze, die man finden kann. Es gibt Schätze, die kann man verbinden. Es gibt kleinere optionale Sachen. Und das alles erinnert eben schon von der Struktur her sehr stark an Resident Evil 4. Auch, dass zum Beispiel das ganze Spiel am Anfang mit einer Dorfverfolgungssequenz startet, wo man in irgendein Dorf reinkommt, man hat keine Ahnung, was wirklich abgeht. Und während uns jetzt bei 4 diese Las Plagas infizierten Dorfbewohner sind, sind es hier die Lycans, diese Werwolf-Viecher, ne? Also eben auch die infizierten Dorfbewohner, die einen dann eben verfolgen und angreifen. Nach dem Dorf kommt man in eine Burg rein, ne? Später gibt es gegen Ende noch auf so ein Fabrikgelände. Und das ganze Spiel möchte sich eben sehr stark an Resident Evil 4 orientieren. Und das heißt, ich werde es auch und habe es dann auch beim Spielen sehr stark damit verglichen. Das war so, das ging sogar so weit, dass wir dann im Stream Leute einen Resident Evil 4 ist besser Counter angelegt haben, der, glaube ich, bis zum Ende vom Spiel nach den 14 Stunden, ich glaube, bei irgendwie so 65 Punkten war. Manche waren davon garantiert eine Wiederholung, aber es war trotzdem sehr auffällig, wie oft man das Spiel miteinander verglichen hat. Und das fängt direkt bereits beim Kampfsystem an. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass das, ne, diese Herleitung ist das Ganze, das System basierend auf Resident Evil 7 und das rüber kopiert. Und Resident Evil 7 hatte schon beschissenes Gunplay. Und das war in dem Spiel, hat mir schon damals nicht gefallen. Das ist wahrscheinlich besser, wenn man das mit Maus und Tastatur spielt, aber für mich ist Resident Evil eben immer ein Controller-Spiel gewesen und ich werde das auch weiterhin mit dem Controller spielen und war auch bei vorigen Teilen nie ein Problem. Also Resident Evil 4 ist immer noch ein fantastisches Spiel, was sich fantastisch steuert und gerade das Zielen mit den Waffen geht hervorragend und auch bei anderen Third-Person-Teilen wie eben 5 oder 6, ne, selbst wenn das vielleicht nicht die besseren Spiele sind, aber sie sich trotzdem vom Gunplay her gut anfühlen und auch bei Teil 2 das noch ein bisschen angenehmer irgendwie rüberzubringen war. So, aber in 7 war das Ganze okay. Das jetzt aber für 8 rüberzunehmen und dann die Gegner deutlich aggressiver zu machen, funktioniert, finde ich, überhaupt nicht. Also, es ist ein Pain in the Ass, teilweise überhaupt richtig mit den Waffen darauf zu zielen. Ich musste in der ersten halben Stunde überhaupt erstmal die Steuerung richtig einstellen, dass es für mich möglich war, sauber zu zielen. Und dass das Spiel zum Beispiel dann verlangt, für Headshots eben sehr genau zu sein und aber auch sehr genaue Hitboxen zu haben. Ne? Zum Beispiel im Vergleich zu Resident Evil 4. Resident Evil 4 hat ein paar großzügigere Hitboxen. Dass wenn man auch jetzt vielleicht nicht so zu 100% perfekt irgendwie auf die richtige Zone getroffen hat, das Spiel da trotzdem noch so einen gewissen Spielraum eben lässt bei der Interpretation von der Trefferzone, was das Ganze natürlich auch einfacher macht, plus generell, wie sich die Steuerung eben anfühlt. Und hier muss das Ganze sehr genau sein, was heißt, dadurch, dass sich auch die Gegner nochmal stärker bewegen, also die Gegner sind hier, gerade diese Lycans, sind wesentlich, wesentlich schneller als irgendein Dorfbewohner aus Resident Evil 4 und ich muss das jetzt mit einer schlimmeren Steuerung machen, die irgendwie eine genauere Richtung von mir verlangt. Ne? Nehmen zum Beispiel auch die Shotgun. Resident Evil 4 ist ein Spiel, wie es genau in den früheren Teilen hauptsächlich auch um Positionierung geht. Ne? Deswegen, man bleibt ja auch stehen beim Schießen. Das heißt, man muss sich gut positionieren und dann dementsprechend auch die Feinde in der richtigen Reihenfolge abknallen. Und da ist zum Beispiel die Shotgun, dass die einen sehr weiten Spread hat. Und wenn man so 3-4 Gegner vor sich hat, überhaupt kein Problem. Du ziehst einfach drauf und alle fallen komplett zurück. Alle fliegen auch meistens sofort auf den Boden, sodass man auch sich sofort wieder Luft schaffen kann. Hier in Resident Evil 8 mit einer Shotgun, du kannst froh sein, wenn du 2 Feinde triffst und dann, wenn überhaupt der zweite davon einen richtigen Schaden oder so nimmt. Und es kommen wirklich wie in Teil 4 teilweise ein halbes Dutzend Leute oder noch so ein bisschen mehr von diesen Wolfgegnern gerade am Anfang sofort auf einen zu. Und es gibt keine wirkliche Möglichkeit jetzt mit den Standardwaffen, ne, wenn man, ich rede jetzt nicht von späteren Unlocks in New Game Plus oder so. Und es ist sehr schwer, da befriedigend taktisch vorzugehen. Weil ein anderes Problem ist, und das ist, da muss ich eben sagen, das finde ich fast schon peinlich. Wenn Resident Evil 4, ein Spiel von 2005, damals war es eine,
ja, man kann das schon fast sagen, ein bisschen innovativ, dass das Spiel verschiedene Trefferzonen bei den Feinden hatte. Das heißt, wenn man jetzt jemanden im Körper getroffen hat, hat der Feind anders reagiert, als wenn man ihn an den Armen, am Kopf oder an den Beinen getroffen hat. Und das Wichtige war, dass diese Treffer immer vorhersehbar waren. Das heißt, wenn ich einen Gegner in den Kopf schieße, dann wird er sich immer das Gesicht vor den Kopf halten, außer es war ein Critical-Treffer und ich habe ihn im Headshot verpasst, dann fliegt er natürlich weg und ist tot. Aber ansonsten packt er sich dann vor den Kopf und ist einen Moment gestunt. Und dann kann ich sogar in Resident Evil 4 hinlaufen und den Roundhouse-Kick benutzen, sodass ich mir nicht nur diesen Gegner vom Leib schaffe, sondern auch die restlichen Feinde und auch ordentlich Schaden damit mache und die ganzen Feinde, die das abgekriegt haben, in einem gewissen Radius zumindest auch am Boden liegen. Und wenn ich ihn in die Arme schieße, ne, da wo die Waffe ist, wird die Waffe fallen gelassen, auch in den anderen Arm, es wird sich so kurz zurückgezogen. Und man hat auch einen Moment, es gibt jetzt nicht den Moment, es gibt nicht die Chance für den Roundhouse-Kick, dafür muss man ihn eben wirklich zum Stolpern oder in den Kopf schießen dafür vorher, aber man bringt den Gegner trotzdem zum Stehenbleiben und wenn man ihn ins Bein schießt, wenn er normal steht, dann geht er eben sofort auch aufs Knie runter, in dem Laufen fällt die Figur dann auch hin. Und das passiert jedes Mal, selbst wenn ich das mit der ganz normalen Handgun mache. Und basierend darauf, auf diesem Wissen, dass ich weiß, folgt zu jeder Zeit eine bestimmte Reaktion, kann ich taktisch in diesem Spiel agieren, jederzeit. Das ist in Resident Evil 8 faktisch nicht möglich. Selbst, also das Einzige, was so halbwegs die meiste Zeit funktioniert, sind Headshots. Aber auch da fühlt es sich die meiste Zeit an, die Gegner sind sowieso gigantische Bullet Sponges in dem Spiel, was sich scheiße anfühlt und auch nervig ist, wie ich finde, dass dadurch dann kann ich auch weniger Ressourcen haben und die Feinde brauchen einfach weniger Schüsse. So, dann hast du das gleiche Balancing von den Ressourcen, die man hat, zu dem, was die Gegner irgendwie dafür brauchen, aber ich verschwende nicht so viel Zeit, immer und immer wieder auf die Gegner zu schießen, zumal es dann auch, bis auf jetzt irgendwelche Bonuswaffen oder im Hauptspiel auch Pipe-Bombs oder die Minen, die man haben kann, gibt es keine wirklichen Möglichkeiten, da mehr Schaden zu machen. Ich habe mir jetzt noch nicht in das Metadata reingeguckt, aber Headshots werden wahrscheinlich genau wie auch in 7 nicht so viel mehr Schaden machen, haben vielleicht die Möglichkeit für einen Critical Shot, zumindest bei diesen Werwolf-Gegnern. Dass die normalen Zombies, die es gibt, die in 4 verschiedenen Versionen im Spiel irgendwie auftauchen, keine Headshot-Animation haben. In 2021, wenn Resident Evil 4 die beste Headshot-Animation 2005 bis heute eben noch hat, auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Und das sind halt so viele Sachen, wenn ich das gerade mit einem Spiel von 2004 vergleiche, von derselben Firma, und es macht so viele von diesen kleinen Dingen schlechter, frage ich mich auch wirklich so, wie kann das eben teilweise passieren, wird da nicht drauf geachtet. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in Resident Evil 8 dem Gegner ins Bein schieße, ich kann nicht garantieren, dass er fällt. Ich muss 3-4 Mal reinschießen und dann bleibt er vielleicht kurz stehen. Und bleibt auch nur stehen und fällt nicht um. So, die Reaktionen von den Gegnern in Resident Evil 4 sind eben viel stärker darauf, dass ich mir auch mehr Luft machen kann im Kampf die ganze Zeit. Und das ist hier nicht der Fall. Und ich glaube, es versucht dann, das mit diesem Blocken zu kompensieren. Das ist natürlich ein Manöver, das es in Resident Evil 4 nicht gibt. Das gab es auch in Resident Evil 7 und da war es schon ein bisschen komisch, ne? Weil Ethan, der Hauptcharakter, hält sich ja so die Hand vor den Kopf dabei. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal Resident Evil 7 gespielt habe, ich habe nicht gedacht, dass das irgendwas blockt, weil man sieht ja immer noch, dass man Schaden nimmt und irgendwie mit einer Axt angegriffen zu werden oder so oder ein riesiger Schimmelgegner, der Reißzähne hat und auf einen zubeißt, so, das kann ich doch nicht mit einfach nur meinen Händen blocken oder so, das funktioniert doch nicht. Aber es war tatsächlich so, hat jetzt in Resident Evil 7 nicht so viel Schaden absorbiert und man musste das mit New Game Plus Items aufrüsten, dass man nachher wirklich 100% blocken kann. Hier in 8 ist es so, dass man viel mehr Schaden am Anfang abblockt. Ich glaube, von dem, was Leute so getestet haben, sind es so knapp über 60% des Schadens, bis natürlich auf Attacken manche, die man eben überhaupt nicht blocken kann. Und man kann das dann über die Upgrades bei dem Händler, beim Duke, dann eben aufwerten. Ich weiß nicht, ob das genau bis zu 100% gibt, aber auf jeden Fall relativ hoch, dass man gerade bei kleineren Gegnern alles problemlos blocken kann. In 7 war es auch so, dass die Blockanimation nur ganz kurz war, das heißt, man musste es relativ gut timen. Hier in 7 ist es so, in 8 ist es so, dass man eigentlich die ganze Zeit die Blocktaste gedrückt halten kann und wenn der Angriff kommt, kann man den bei manchen Gegnern sogar kontern. Was ich ehrlich gesagt bis zum Ende vom Spiel gar nicht gewusst habe, dass das irgendwie funktioniert, weil das kein Manöver war, was in Resident Evil 7 irgendwie der Fall ist. Und ich glaube, das wird ganz
ganz, ganz kurz mal in irgendeiner Textbox über einem erwähnt. Das erste Mal, wenn man, glaube ich, wenn man so einen passenden Blog irgendwie macht, und ich habe da nicht wirklich drauf geachtet, ist aber mein Fehler gewesen. Das nehme ich hin. Mein Problem mit diesem Blog ist nur, dass man trotzdem Schaden nimmt. Und ich das Gefühl habe, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man diesen Block nutzen will. Gerade auf einem ersten Durchgang habe ich das Gefühl, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man Schaden nehmen soll, permanent in solchen Kämpfen. Dass man nie, gerade jetzt auch in dem allerersten Kampf, ungeschadet irgendwie durch den Kampf kommen soll, sondern man soll immer irgendwie Schaden nehmen und das durch das Blocken so ein bisschen mitigieren, dass man trotzdem den Kampf noch überlebt, und deswegen ist das Blocken auch stärker geworden. Und das soll so ein bisschen gegen die noch aggressiveren Feinde vorgehen. So, A, finde ich, ist das ein ziemlich beschissener Ersatz für das wirklich taktische Vorgehen, was ich eben in Resident Evil 4 beispielsweise habe. Und B, finde ich es persönlich, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr subjektive Sache, dass ich es generell nicht mag, vor allem in solchen Spielen, also in Spielen, wo es eben auch keine regenerativen Health Bars oder so gibt, sondern dass, wenn ich eben Schaden nehme und ich habe nur eine maximale Anzahl von Ressourcen, das ist dann von diesem gesamten Pool an Health, den ich für das ganze Spiel eben haben werde, wurde mir was weggenommen. Und ich kann diesen Schaden nicht, oder ich kriege zumindest das Gefühl, dass ich diesen Schaden nicht wirklich verhindern konnte. Und je nachdem, in welcher Situation es ist und gegen welche Gegner man kämpft und so, fühlt sich das eben meistens so an. Also auch ganz am Ende vom Spiel, wenn man in so, ne, ich will jetzt noch keine Spoiler irgendwie nennen, aber ihr wisst, gegen Ende kommt man in eine Situation, wo man gegen ganz, ganz viele von diesen Lycans eben kämpfen muss. Und das war auch so eine Szene, wo ich so, wie soll ich das irgendwie jetzt beim ersten Mal großartig ohne Schaden machen, wenn ich keine von diesen Superwaffen irgendwie habe für mehrere Durchgänge. Also ich habe schon fast Gefühl, das Spiel ist für, damit man richtig Spaß haben kann, muss man diese Superwaffen haben. Weil auch das Messer ist komplett nutzlos. Das Messer in Teil 4 ist eine hervorragende Waffe. A, ist es auf einem separaten Button gelegt, was dazu führt, dass man es jederzeit super schnell rausholen kann. Ich muss nicht erst wieder mein Messer permanent auf dem Digi-Kreuz gelegt haben, darüber wechseln und dann irgendwie messern, und ich habe nur eine Zweier-Messer-Kombo, und bei 4 ist es eine durchgängige Animation, die ich permanent machen kann. Ich kann bei 4 perfekt aus dem Stehen nach unten gucken und Gegner, die am Boden liegen, messern, was eine Taktik ist, die vom Spiel ja wirklich so gewollt ist. Das Messer macht auch ordentlich Schaden, und hier ist es so, dass wenn Gegner auf dem Boden liegen, ich teilweise irgendwie da drüber stehe und sie nicht wirklich treffen kann, und selbst wenn ich den Angriffen von zum Beispiel einem ganz normalen Zombie ausweiche und ich tanze um den rum und Messer den, dann brauche ich 15 Stiche oder so. Das dauert viel zu lange. Das ist komplett unbefriedigend. Das Messer ist als Waffe in diesem Spiel vollkommen useless. Man muss erst das Spiel durchspielen und dann kann man ein besseres Messer kaufen in diesem Unlock-Shop. Und erst dann lohnt es sich auch wirklich, Knife-Only-Runs von diesem Spiel zu machen. Also das mag sich vielleicht anhören für manche Leute jetzt, dass ich mich auf so diese Kleinigkeiten davon konzentriere, aber diese Kleinigkeiten, auch noch dieses Kampfsystem, das ist es, was Resident Evil für mich so gut macht, dass ich taktische Entscheidungen treffen kann und basierend auf meinen Entscheidungen weiß, welche Resultate ich bekomme. Und das ist in 5 in diesem normalen Kampfsystem nicht der Fall. Auch die Enemy-Hit-Reactions, die man bekommt, die Waffen fühlen sich total beschissen an. So alle Pistolen in diesem Spiel fühlen sich nicht mächtig an. Selbst die Magnum in dem Spiel fühlt sich nicht mächtig an. Guckt euch mal die Animation in Resident Evil 4 an, wenn Leon die Magnum abfeuert. So, ihr habt das Gefühl, der Controller fliegt euch gleich ins Gesicht, weil man so eine Wucht über die Animation vermittelt bekommt, auch durch das Sounddesign. So, die normalen Handguns fühlen sich an wie so Pea-Shooter, während selbst die Standardpistole in Resident Evil 4 wirklich gutes Sounddesign rüberbringt. Das gleiche auch mit den Shotguns in dem Spiel und den anderen Waffen. Das ist etwas, was hier alles viel schlechter und reduziert ist, und ich weiß nicht, ob das irgendwie so das Gefühl von irgendwie Realismus, und brauchen wir das wirklich in einem Spiel von Resident Evil? Brauchen wir da den Realismus, wenn ich gegen Werwolf-Menschen kämpfe und einen Charakter habe, dessen Hände wieder einfach ich anstecken kann, nachdem sie abgeschnitten wurden, der Fälle aus irgendwie 1000 Kilometern oder so überlebt, mit irgendwie Big Mommy Milkas Gegnern da drin? Brauche ich da meinen Realismus irgendwie in dem ganzen Ding? Also macht's doch, es ist Capcom, ihr könnt das doch eigentlich, das verstehe ich nicht. Ihr seid Capcom, ihr könnt doch gerade Effekte in Spielen, das Sounddesign, das könnt ihr alles. Ich verstehe das nicht, wie das irgendwie ein Spiel von 2005 da so viel besser drin sein kann, als jetzt irgendwie von 2021. So, ich will jetzt aber mal was Positives zu dem Spiel sagen, damit ihr nicht glaubt, dass ich nur am Meckern bin. Also übergreifend fand ich halt, war es wirklich keine gute Erfahrung. Aber zum Beispiel, was mir hervorragend gefallen hat, war
war der optionale Content. So, ich mag an sich die Idee des Aufbaus von das Dorf funktioniert als Hub. Ich finde das Dorf dafür an sich ein bisschen nervig aufgebaut. Es gibt zum Beispiel einen Truck in dem Spiel, der nach einer Zeit eigentlich weg sollte, weil er dazu führt, dass man unnötig durch drei Häuser rennen muss, um auf eine andere Seite von dem Dorf zu kommen. Also auch für das Leveldesign von den Angriffen. Ich weiß, ich wollte positiv, lass mich das einer noch kurz sagen. Vergleich das mit dem Leveldesign von Resident Evil 4, dem ersten Dorf, wo ich komplett frei agieren kann. Ich kann von jeder Position überall hinlaufen, habe komplette Freiheit, kann sehr viel machen. Ne, die Gegner, wenn ich irgendwo hoch im Haus bin, dann klappen die eine Leiter hoch, wollen da drüber hochklettern. Ich kann die runtermessern, ich kann sie runterschießen, ich kann aber auch die Leiter umschubsen, davon nehmen sie Schaden. Dann kann ich durch die Fenster durchspringen für Iframes, die zu nutzen. Ich kann hochklettern, runterklettern in verschiedene Richtungen, kann mich in einem bestimmten Raum barrikadieren und da Gegner reinfunneln zu lassen. Und währenddessen ist das Leveldesign von diesem Dorf komplett verwirrend und diese Anfangssequenz ist eine Katastrophe. So, Resident Evil 4 ist es so gemacht, dass man eine gewisse Anzahl von Gegnern töten muss, während hier in Resident Evil 8 ist nur darauf ausgelegt, ist eine bestimmte Zeit zu überleben. Das heißt, wenn man wie ich zum Beispiel im ersten Versuch wirklich gegen die Gegner vorgehen möchte, nehme ich einfach die ganze Zeit nur Schaden, verschwende Ressourcen und das, was man eigentlich nur machen soll und was auch die weiteren Durchgänge langweilig macht, weil ich kann ja nichts großartig optimieren, außer vielleicht auf New Game Plus Durchgängen, wenn ich genügend Munition dann eben auch habe oder wahrscheinlich dann mit unendlich Munition durch das Spiel laufe, dass ich diesen späteren Bossgegner legen kann oder so, um ein bisschen Kohle oder so zu bekommen. Aber für den normalen Durchgang bringt es mir überhaupt nichts, da Gegner zu töten, sondern ich muss dann einfach nur rumlaufen, ich kann das nicht abkürzen durch irgendeinen Skill. Das heißt, egal wie gut oder wie schlecht ich bin, ich brauche die komplette gleiche Zeit, es dauert viel zu lange und es ist nur darauf ausgelegt, irgendwie eine Position zu finden, wo ich im Kreis laufen kann oder irgendwie Leitern ausnutze, um nicht von den Gegnern getroffen zu werden. Ne? Aber egal. Trotzdem, generell, ich mag diese Idee von dem Hub, dass man immer dazu zurückkehrt, dass man diese vier Bosse hat, die jeweils ein distinktes Areal haben, was ja auch so eine Idee ist, die von Resident Evil 7 übernommen wurde. Da hatte man ja auch das Haus der Bakers mit Jack, dass man dann mit der Frau in diesem Swamp Area war, Lucas in seinem Saw-Gedöns und dann eben später das Boot und nochmal die Salt Mine, die keiner mag. Zu Recht. Aber ne, und das haben wir ja auch alles wieder aufgebaut und das hat sowas Familiäres, wieder zurückzukommen und man kriegt dann so ein paar Upgrades, hat noch Items gefunden, mit denen man jetzt neue Türen öffnen kann. Das heißt, es lohnt sich jedes Mal, wieder in das Dorf zurückzugehen und nochmal zu erkunden. Und das fand ich, war auch immer so ein schöner Palette-Cleanser zwischendurch. Ne, man hat dieses, man geht in ein neues Gebiet rein, dann zieht das erstmal so ein bisschen an, bis dann zum Klimax des Ganzen. Man kommt wieder ins Dorf rein, kann nochmal mit dem Duke reden, da die Items verkaufen und dann sich umgucken, was kann ich denn jetzt im Dorf machen oder welches weiteres optionale Gebiet habe ich da mittlerweile freigeschaltet. Und diese optionalen Gebiete sind so geil. Ich bin jetzt zwar kein Freund von den Bossen per se, Minibossen, ich finde die Idee super und manche haben auch interessante Arenen. Das Problem ist nur, dass zum Beispiel zwei oder drei Bosse so einen offensichtlichen Cut-Off-Trigger-Punkt haben, wo wenn man an einem bestimmten Punkt eine Treppe hochgeht, dann dreht sich der Boss einfach wieder um und dann kann ich hingehen, ein paar Mal auf den draufschießen oder Pipebombs werfen oder irgendwelche Minen hinlegen, zurückrennen und das die ganze Zeit wiederholen und die sind nur wirklich da, die sind nicht anstrengend, sondern das ist wie eine mathematische Formel. So, ich sage jetzt, ich tausche diese Anzahl an Ressourcen gegen das Geld, was ich von dem Boss irgendwie bekomme. Aber zumindest diese eine in dieser Sawmill oder was das war, in diesem Sägewerk, das war ein cooler Raum. Der Boss hatte zu viel Lebensenergie. Das heißt, nachdem ich alle Sachen ausgenutzt habe und auch die Ads getötet habe, musste ich trotzdem noch 3-4 Mal im Kreis rennen und einfach immer weiter auf ihn draufschießen. Das hätte anders besser funktioniert. Aber als Setup ist es super. Aber diese Rätsel-Locations, wo es kaum Gegner gibt, die waren hervorragend. Ich glaube, der beste Moment war, wenn man dann irgendwann wieder zu diesem Boot kommen kann, nochmal, indem man so eine Drawbridge runterfahren lässt. Und dann kannst du den Fluss runterfahren und findest da auch Items, findest da sogar kommst in so eine Höhle, wo das Spiel mit den Erwartungen so ein bisschen dich reinlegen will, was ich hervorragend finde. Du findest dann auch diesen Superfisch, ne, mit den Items kann man ja seine Fähigkeiten aufwerten lassen, indem man bei dem Duke die dann nutzt. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass es so zwei unterschiedliche Variablen gab, dass an sich alles über das Geld funktioniert, aber das Aufwerten der eigenen Fähigkeiten, was es ja in 7 jetzt nur in der Form von der Lebensenergie gab, mit dem man dann alle drei von den Kräutern, ne, wenn man so eine Kräutermixtur aus Gold, Rot und Grün gemacht hat, nur damit konnte man eben seine Lebensenergie erhöhen, dass das jetzt hier
auf diese Essensgegenstände, dass es auch einen Grund gibt, teilweise die Tiere auch zu jagen. Das fand ich ganz cool. Und dann dieser eine Tomb Raider-Raum, wo man so ein Rätsel lösen muss mit Fackeln und man muss dann darauf auf die Idee kommen, beziehungsweise ich habe es wirklich aus Versehen rausgefunden, dass man diesen Gegner anzünden kann und dann muss man diesen Gegner durch den Raum locken und das ist so eine schöne Interpretation der Mechaniken, die das auf eine Art und Weise nutzen, die sonst im restlichen Spielen nicht vorkommt. So, das ist so, was diese Idee, was könnten wir mit diesen Mechaniken, die wir haben, für ein interessantes Rätsel-Szenario irgendwie erstellen. Das war hervorragend. Oder selbst auch in den Locations selber, zum Beispiel bei der Lady Dimitrescu, der Raum, wo man die 5 Glocken finden muss. Das fand ich hervorragend. Das war so eine schöne Abwechslung und eine neue Interpretation der Mechaniken wirklich und so ein ganz einzigartiger Raum, der sich bei mir wirklich eingeprägt hat und ich hatte auch Spaß, diese ganzen verschiedenen, ja schon so jede von diesen Glocken ist wirklich auf eine einzigartige Weise und auf so teilweise halt in sich clever ein bisschen versteckt gewesen. Das fand ich wirklich super. Das waren die Momente auch, wenn ihr den Stream, der ist auch auf dem Zweitkanal hochgeladen, komplett, die 14 Stunden, wenn ihr euch das anseht, dann werdet ihr auch sehen, das sind die besten Momente für mich im Spiel gewesen. Dieses eigentlich, was zwischen den Gebieten passiert ist. Von den Gebieten her selber ist es, ich glaube, da bin ich trotzdem, da ist der Konsens, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass die ersten zwei Gebiete die besseren sind. Ich glaube, was man am besten von den beiden findet, hängt gerade von einem stark persönlich ab. Ich als jemand, der die Spiele vor allem für die spielerische Komponente mag und die auch wiederholen möchte, findet natürlich das erste Gebiet eigentlich mit am besten. So, dass das Lord Dimitrescu, das ist hervorragend, das ist so diese Core Resident Evil Erfahrung, das ist wie das Baker House, nur in größer gewesen. Es hätte natürlich noch besser sein können, wenn es wie das originale Resident Evil sich stärker öffnet, schneller und ich in mehrere Gebiete gleichzeitig könnte, ne, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gegeben hätte, die drei Schwestern in unterschiedlichen Reihenfolgen zu bekämpfen, je nachdem, wo ich jetzt gerade zuerst hingehe. Vor allem, weil es sehr seltsam ist, dass der erste Schwesternkampf der schwerste ist und dann sie immer einfacher werden, weil man A weiß, wie der Kampf funktioniert und die keine anderen Fähigkeiten besitzen und B im zweiten und dritten Kampf der Raum, also die Fläche, auf der man interagiert, noch größer wird und ist dadurch schon einfach, keine Ahnung, das fand ich halt ein bisschen seltsam. Das wäre cooler gewesen, weil dann könnte man auch für das Routing in zukünftigen Durchgängen immer was anderes probieren. Aber trotzdem, das war wirklich sehr cool gemacht. Es hatte auch nicht diese nervigen Lycans als Gegner, sondern die ganz normalen Zombie-Gegner, die mit ihrer Geschwindigkeit wesentlich, wesentlich besser auf das Gunplay von diesem Spiel ausgelegt sind. Leider waren sie dann, weil sie meistens nur alleine vorkommen oder wenn sie in Gruppierungen sind, dann sind sie so weit hintereinander, dass man immer nur gegen einen zeitgleich kämpfen muss und ich musste mich nie um irgendwelche Positionierungen kümmern, sondern ich habe auf einen geschossen, bis er umgefallen ist und dann habe ich mir den nächsten vorgenommen. Das hätte man auf jeden Fall vom Enemy Placement ein bisschen interessanter machen können. Ich fand das auch okay, wie sie das mit Lady Dimitrescu gelöst haben, dass sie erst eingeführt wird als Gegner, sobald man das meiste von dem Gebäude schon erkundet hat und dann ist sie auch bleibt sie auch an ihren Positionen, dass sie nicht wirklich weiß, wo die Spielfigur ist und dann irgendwie immer auf einen wartet, wenn man irgendwo lang gehen muss, dass es dann irgendwie ein bisschen nervig wäre. Ich glaube, dass viele Leute das vielleicht zu einfach finden, aber ich habe es lieber einfach und nur so diese externe Bedrohung, dass ich das zumindest im Kopf behalten muss. Ich weiß, es könnte jederzeit irgendwie kommen und dann muss ich gucken, wie ich an ihr vorbeigehe. Aber das an ihr Vorbeigehen ist einfach genug, dass es nicht nervig wird, dass ich nicht von ihr genervt werde, wie es zum Beispiel bei den meisten späteren Kämpfen dann eben auch der Fall war. Also gerade halt im vierten Gebiet, wo ich einfach permanent nur irgendwie, vor dem vierten Gebiet, dieses Stronghold, schlimmster Raum im ganzen Spiel, wie man auf die Idee kam, 40 von diesen Gegnern in einen Raum zu packen, Katastrophe. Das war auch wirklich, glaube ich, der Lowpoint in meinem gesamten Spiel. Ne, aber das war erste Gebiet war wirklich super und das ist auch das, wo ich mich am meisten drauf freue bei weiteren Durchgängen. Das zweite Gebiet ist natürlich, so Leute haben mir im Vorfeld gesagt, dass es eine PT-Anlehnung ist. Ich habe damit gerechnet, dass es voller Jumpscares ist und war dann auch, wie man das in den Aufzeichnungen sieht, halt komplett anxious die ganze Zeit, weil ich kann nicht gut mit Jumpscares umgehen. Ich liebe Horror, aber ich hasse Jumpscares, weil sie so eine physische Reaktion in meinem Körper hervorrufen. Ne, also als jemand, der schon auch mit Angststörungen oder so zu tun hat und generell so ein unangenehmes Körpergefühl hat, wenn ich gestresst und angestrengt bin, dann so auf schlagartig erschrocken zu werden und den Puls hochzubekommen,
das ist schon fast auf dem Level, wo es mir halt physisch unangenehm oder fast schon Schmerzen bereitet, irgendwie so ein bisschen. Ne? Also damit man das so von der Einteilung her weiß. Und deswegen bin ich, wenn ich weiß, dass irgendwie sowas kommt oder ich befürchte, dass sowas kommt, bin ich schon von vornherein immer so ein bisschen angespannt. Und so bin ich durch diesen Level gelaufen, hatte auch eigentlich wirklich Spaß, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, jetzt kommt irgendwie was. Und das, was nachher dann zu sehen war, war eben, wie ich eigentlich finde, zum Glück überhaupt nicht auf Jumpscares ausgelegt, sondern war mehr dieses optische, halt wirklich durch die Kreatur Angst zu erzeugen. Das Lustige war nur, dass ich sowas total geil finde. So, ich bin da komplett abgehärtet und ich wollte eigentlich nur auf diese Kreatur die ganze Zeit drauf gucken. Das heißt, ich habe mir auch nachher mal so Reactions von Leuten angesehen, die einfach so Panik kriegen und wegrennen. Und ich war eher, ich habe mich, glaube ich, zweimal fressen lassen, einfach weil ich das nur weiter sehen wollte, weil ich dieses Design so geil fand. Und war dann eher von dem Ablauf genervt, weil er so einfach war, aber halt Zeit wegnimmt. Und dann in so eine Art, nicht Schleichsequenz, aber genau das reingeht, was ich in diesen Horrorspielen eben hasse, ist, dass ich gegen einen Gegner nicht agieren kann und meine einzige Option, die ich habe, ist weglaufen. Und weglaufen ist keine interessante Mechanik. Und das Ganze hat dann auch ein bisschen lang gedauert und ist eben jetzt auch, der Boss ist auch einfach nur so, lauf rum, find den Boss und deine Bestrafung, wenn du ihn nicht schnell genug findest, ist ein Jumpscare. Was für mich halt auch ein bisschen scheiße war in dem ersten Versuch. Aber danach habe ich den halt dann auch jedes Mal gefunden und ich fand das halt nicht irgendwie interessant oder anspruchsvoll oder sonst was. Das Design von dem Boss sah cool aus und wenn man auch dann mehrfach da reingestochen hat, wie das dann aussah. Aber das Problem ist einfach für mehrere Durchgänge. Ne? Resident Evil 8 will, wie die anderen Teile, auch mehrfach durchgespielt werden. Deswegen kriegt man so viele Unlocks und interessante Sachen und überhaupt das richtige Messer, um damit durchzuspielen. Deswegen gibt es diese ganzen Challenges. Das Spiel ist aber eigentlich keines, was darauf ausgelegt ist. So, du musst diese Anfangssequenz mit Mia machen, bis dann Chris kommt, dann läufst du wieder durch den ganzen Scheiß durch und dann sind schon 10 Minuten vergangen, bis du überhaupt bei der ersten Sequenz angekommen bist und dann musst du die so auch aushalten. Du kannst nichts Interessantes machen, du kannst sie schneller vorhergehen lassen. Dann nochmal ein bisschen rumlaufen, dann kommt erst das erste interessante Gebiet mit dem Schloss von Lord Dimitrescu und dann kommst du in das zweite Gebiet. Und da gibt's keinen Kampf, da rennst du einfach nur durch. Und du weißt dann, wie das Rätsel aufgebaut ist, du weißt, was dich erwartet. Du kannst das auch nicht dann großartig beschleunigen und das ist dann so Abarbeit. Da ist kein interessantes Gameplay mit dabei. Und dann kommt das dritte Gebiet und das dritte Gebiet ist nochmal, wir sind jetzt Uncharted. Und da gibt's dann auch nur einen Kampf wirklich, den man auch optional vorbeirennen kann, theoretisch. Und dann diesen Bosskampf, der ehrlich gesagt aufgebaut ist wie der Lord Dimitrescu-Bosskampf, nur dass es nerviger ist, weil ich den Boss nicht jederzeit treffen kann. Weil das einfach, das ist auch eine Mechanik, die ich hasse wie die Pest, ist Bosse, die ich nicht permanent die ganze Zeit verwunden kann, sondern wo ich dann immer dastehen muss und warte. Und wenn dann die KI gerade mal nicht will, dann habe ich eine Phase erwischt, wo der Boss nichts machen will, dann kommt er irgendwie gerade raus. Und wenn ich dann nicht dieses kurze Sekundenfenster abgepasst habe, dann ist er schon in seiner Attacke gelockt in der Animation. Und ich muss gucken, dass ich irgendwie weglaufe, weil das Vieh dann auch so gigantische AOE-Attacken irgendwie hat und hat dann auch eine Lebensleiste von irgendwie 6 Jahren gehabt. Also ich bin da eine Ewigkeit irgendwie rumgelaufen und bin dann sogar one-hitted worden, weil ich gerade da an, ne, es kommen später so Barrieren, die der Boss hochmacht und ich stand in der Barriere drin, als sie hochgemacht wurde und wurde dann halt gekillt. Ein bisschen blöd. Aber da ist auch so, wenn ich das jetzt nochmal durchspiele, habe ich direkt 2 Sequenzen hintereinander, in denen es kein interessantes Gameplay gibt, wo ich einfach nur von A nach B durchlaufe. Das ist so, als ob ich irgendwie nur Kletterpassagen von Uncharted Speedrunner, ohne dass da irgendwie zwischendurch Kämpfe oder so sind, die es zumindest ein bisschen interessant machen. Und das ist natürlich eine Art, wenn man das nur einmal durchspielt, dann kann ich auf jeden Fall den Mehrwert davon sehen. Dann finde ich es immer noch seltsam, dass diese beiden Sequenzen so hintereinander gesetzt wurden. Es funktioniert, glaube ich, besser, wenn man es zumindest so macht wie ich, dass nach jedes Mal, wenn man zurückkommt ins Dorf, diese optionalen Inhalte, die man nun machen kann, dass man die neuen Sachen, die man im Dorf finden kann, da nochmal reingeht und die erst erledigt, bevor man weitergeht. Weil man, dann hat man so einen Palette Cleanser und zumindest wieder ein bisschen Kämpfe gehabt und geht dann in das nächste Gebiet rein und dann fühlt sich das, fand ich jetzt nicht so schlimm an. Ich fand das beim ersten Durchspielen ganz okay. Es hat mich zumindest nicht frustriert. Das war vollkommen in Ordnung. Es war was anderes. Es war jetzt nicht so gut umgesetzt, weil das eben auch mit der Ego-Perspektive, das ist keine Perspektive für so eine Sequenz. So, das Ego-Perspektive, da musst du schon sehr gut dein Spiel drauf ausrichten, wie in Mirror's Edge, dass du da Plattforming und hast du nicht gesehen, irgendwie draus machen kannst. Es war ein netter Versuch, aber es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Experiment, was nicht so geglückt ist. Das wirklich Schlimme ist aber, wenn man das dann nochmal durchspielen will und dann sozusagen, hey, 2 von diesen 4 Bossgebieten sind welche, wo man eigentlich nur durchrennt
Und wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man sowieso, was man 100% der Zeit machen muss. Und man kann keine interessanten Entscheidungen zwischendurch treffen. Das ist ein bisschen blöd. Das vierte Gebiet war dann eigentlich wieder was Besseres, weil ich zumindest das Gegnerdesign mochte. So, dass man jetzt mal andere Gegner hatte, die man nur an bestimmten Körperzonen treffen konnte. Und man musste auch dann abwarten, so kurz bevor sie einen treffen. Dann ziehen sie erst ihre Hand frei und man kann dann diese leuchtenden Punkte irgendwie aktivieren. Schlimme ist, dass man das dann teilweise eben auch mehrfach machen muss, bevor überhaupt ein Boss, bevor ein Gegner so zu Grund und Boden geht. Es ist dann zwar eine ganz okay Idee zu sagen, hey, der Wundepunkt ist jetzt einmal vorne und jetzt ist er hinten und jetzt machen wir die Gegner mal zusammen. Aber anstatt das in dieser Reihenfolge zu machen, ist es derselbe Gegner, dann nochmal derselbe Gegner, dann nochmal derselbe Gegner, jetzt eine andere Variation, nochmal die andere Variation, jetzt zwei zusammen, nochmal normaler Gegner, nochmal normaler Gegner und dann irgendwie der Boss davon. Und zwischendurch läufst du durch das visuell langweiligste Gebiet überhaupt. Also diese fucking Fabrik ist sowas von uninteressant gewesen. Ich glaube, das einzige visuell anspruchsvolle ist dieser Raum in der Mitte von dem Gebiet unten, von diesem Bergbaugebiet, wenn man so sieht, wie diese ganzen Gegner an den Fließbändern so entlang gehoben werden. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich wirklich gesagt habe, das sieht visuell hervorragend aus. Aber es war viel zu lang, viel zu langweilig dann in dem Punkt. Auch nicht mehr wirklich herausfordernd, sondern ja, jetzt habe ich hier nochmal ein paar Ressourcen gemacht. Ich habe hier wieder die ganzen Gegner zum dritten und dreiten Mal getötet. Das war ein Gebiet, das hätte eine halbe Stunde gehen sollen bis zum Boss, weil es auch das komplette Pacing runterzieht. Vor allem, weil du vorher in diesem Stronghold-Aspekt, wo man eigentlich ja denkt, das sollte das Gebiet von dem letzten Gegner eben vom Heisenberg sein, oder Heisenberg, ja, kann man auch sagen, wo wirklich so viele Gegner auf einen reinprasseln, aber dann ist es nur, oh, du hast hier diesen einen Kampf hoch, das Schloss hoch, und dann hast du in diesem Schloss diesen einen Riesenkampf und dann kommt dieser Zwischenboss und dann war's das. Und das heißt, das Spiel hat so einen ganz kurzen Aufbau von der Action, bevor es sofort wieder runterfällt. Und dann musst du erstmal in dieses andere Gebiet reingehen und dann muss es die Sachen wieder aufbauen und ganz langsam und ganz langsam und ganz langsam, während du eigentlich schon handlungstechnisch und eben auch von deinen Fähigkeiten, von dem, was du gemacht hast, am Ende bist von der Handlung. Du willst jetzt eigentlich nur noch gegen den Bastard kämpfen und dann zum Ende kommen. Und dann zieht sich das Spiel nochmal so eine Unendlichkeit raus. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn das dritte und das vierte Gebiet vertauscht gewesen wären. Wenn man nach diesem Spukhaus dann in die Fabrik gekommen wäre. Es wäre immer noch besser, wenn die Fabrik besser und kürzer gewesen wäre. Und dann hätte man so vielleicht ein Uncharted-Gebiet machen können. Und am Ende von diesem Uncharted-Gebiet kommt dann dieses Stronghold. Und du hast dann, ne, das wird so aufgebaut von Raum zu Raum, kommen dann vielleicht immer ein bisschen mehr Gegner. Die Räume werden etwas komplexer. Und dann hast du diese finale Auseinandersetzung. Aber so wie das Spiel in der Story auch strukturiert ist, ne, wenn ihr es gespielt habt, dann wisst ihr das ja, musste das so ein bisschen anders aufgebaut werden, dass es nach diesem Heisenberg-Bosskampf nochmal wieder zurückfährt. Das heißt, du hast drei Momente, wo du das Gefühl hast, es geht zum Climax der Story hin und jedes Mal fährt das Spiel wieder runter und jedes Mal dauert es eine halbe Ewigkeit und das Ding ist einfach viel zu lang und hat viel zu viele Stellen, die bei einem erneuten Durchgang langweilig sind. Und das ist eben auch etwas, wo ich beim ersten Spielen schon drauf geachtet habe. Eine andere Sache, die mir noch missfallen ist, ist das Upgrade-System, weil in Resident Evil 4 ist es nämlich auch so, Upgrades fühlen sich fantastisch an. Upgrades sind hervorragend und kosten auch vom Preis so, dass wenn ich eben viel aus der Umgebung mitnehme, zumindest bis zum Ende vom Spiel ein paar Waffen zu 100% aufrüsten kann. Und hier ist es dann so, ja, gib jetzt irgendwie 50.000 in eine Waffe rein, damit dann der Schaden von der Pistole von irgendwie 200 auf 210 geupgradet wird. Um 5% plus mehr Schaden für irgendwie 50.000. Was ist denn das für ein Upgrade? Das fühlt sich ja vollkommen scheiße an. Und was ich nämlich versucht habe, war, und darauf ist das Spiel überhaupt nicht ausgelegt, ist, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das ja von Resident Evil 4. Das heißt, ich habe den Chat gefragt, hey Leute, ist das die letzte Handgun? Ist das die letzte Shotgun? Nein, da kommt noch welche. Okay, ich habe die Upgrades gekriegt. Kommt da noch eine? Ja, da kommt noch eine. Und das kommt aber leider erst so viel zu spät, auch diese letzten Upgrades, die man dann kaufen muss. Und habe dann festgestellt, dass ich, ne, meine Idee war, okay, ich halte mich jetzt ein bisschen zurück und kämpfe eben mit leicht schwächeren Waffen. Aber dann habe ich die Belohnung am Ende, dass ich dann das ganze Geld sofort in diese besten Waffen reinpumpen kann, wie das eben bei Resident Evil 4 der Fall ist. Da habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, das erste Scharfschützengewehr nicht zu kaufen, da kein Geld reinzustecken. Dann habe ich ein paar schwerere Momente, vor allem die Gondelfahrt, aber dafür habe ich dann viel mehr Geld, was ich dann in die zweite Sniper Rifle im Schloss sofort kaufen, weil das eben die letzte auch ist, das ganze Geld da rein investieren kann, um die sofort abzugraden auf den zum im spielzeitigen Punkt das Maximale.
dass ich da so ein Payoff habe. Und das gibt's hier einfach nicht, vor allem, weil wenn man die Waffen geupgradet hat, dann kannst du die einfach an den Duke verkaufen und kriegst praktisch dein ganzes Geld wieder zurück. Das heißt, ich habe mich unnötigerweise selbst gegimmt, was dazu geführt hat, dass meine Waffen weniger Schaden gemacht haben, was dazu geführt hat, dass ich mehr Munition gebraucht habe, was dazu geführt hat, dass ich gegen Ende vom Spiel zu wenig Munition hatte. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel in diesem Stronghold-Raum viel zu wenig Munition gehabt, mit zu schwachen Waffen, und hab die komplette Munition, die ich hatte, in diesem Raum verbraten und musste dann noch Pipe-Bombs bauen und noch weitere Munition nebenher craften. Das war so einfach nur. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich Pech gehabt habe, weil dann auch jemand im Stream meinte, nee, ich habe eigentlich auch die ganzen Sachen gesammelt und konnte dann zwei von den Waffen fast komplett aufrüsten. Ich war so, ich habe bis auf zwei Schätze im Spiel wirklich alles gemacht. Also mit Schätzen meine ich noch so, die nicht auf diesen Schatztruhen versteckt sind. Ich habe diese Schatztruhen, die später auf der Karte erscheinen, die habe ich alle geholt. Ich habe alle Minibosse gemacht. Ich habe, glaube ich, nur so zwei von diesen Schätzen nicht gefunden. Was aber auch nur, wie ich nachgeguckt habe, mir maximal noch so 100.000 gebracht hätte. Und dann hätte ich noch zwei mehr oder ein Upgrade für die Schrotflinte mehr holen können oder so. Von den 20, die es da drauf gibt pro Waffe. Und ich weiß nicht, ob ich da einfach so Pech gehabt habe mit der Schwierigkeitsgradanpassung, weil das ist ja bei dem Spiel genauso wie auch bei 7 und wie das auch bei Remake 2 und ich glaube auch bei 3 auch der Fall ist. Ich weiß nicht, wie es da zu 100% funktioniert, dass es im Hintergrund einen Counter gibt für den Schwierigkeitsgrad, eine Zahl, die bestimmt, wie hart das Spiel ist, also wie viel Schaden der Gegner macht, wie viel Ressourcen du bekommst, bla bla bla, ne? Und die ist zum Beispiel auf Casual, geht das dann irgendwie nur von 1 bis 2. Wenn du auf Standard spielst, dann geht das von 2 bis irgendwie maximal 10 hoch, und wenn du auf Hardcore spielst, dann geht das von 8 bis 14, und wenn du auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, dann bleibt das irgendwie immer auf 14 oder 15 oder sowas, ne? So, und das sind jetzt nicht die genauen Zahlen, aber so ungefähr funktioniert das. Das heißt, du kannst gerade auf dem Standardschwierigkeitsgrad sehr stark hoch und runter fluktuieren. Und ich weiß nicht, ob in dem Fall, im Gegensatz zu Resident Evil 4, wo, ja, es gab auch diesen variablen Schwierigkeitsgrad, aber der hatte keinen Einfluss auf den Wert von den Gegenständen und wie viel Geld auch die Gegner droppen. Und hier hatte ich das Gefühl, okay, vielleicht ist es so, dass ich einfach wirklich Pech hatte, dass ich, obwohl ich alles verkauft habe, obwohl ich alles gesammelt habe, obwohl ich mit meinen Ressourcen basierend auf den auf dem, was ich hatte, gut umgegangen bin damit. Und das könnt ihr gerne in der Aufzeichnung von dem Stream nachschauen oder mir auch dann sagen, dass ich dann vielleicht Bullshit erzähle und ich habe einfach nur alles falsch gemacht die ganze Zeit. Kann auch sein, aber das war auf jeden Fall mein Eindruck davon. Es kann sein, dass ich da einfach wirklich Pech hatte mit der ersten Erfahrung und dass es dann ein bisschen besser wird, wenn nicht, weil die Idee ist jetzt, dass ich jetzt einmal einen Durchgang noch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad mache, um eben so das Speedrun und Knife-Only-Run so alles zu machen, um da eben auch die Erfolge und die Completion-Points freizuschalten, dass ich mir noch ein paar Unlocks hole und dann einmal erst einen Run auf Hardcore mache und danach, wenn ich dann eben die ganzen Sachen freigeschaltet habe, die eigentlich so für diesen fast schon unfairen Schwierigkeitsgrad, den man am Ende freischaltet, dann die Sachen eben machen kann, um die nochmal zu tun. Es kann sein, dass ich bei einem von denen vielleicht dann mehr Spaß haben werde bei dem Spiel, aber von diesem einen Standarddurchgang bin ich auf jeden Fall, und selbst das würde eben Fehler wie die Spielstruktur und das Kampfsystem und das Gegnerverhalten, Enemy-Hit-Reaction, auch das würde das nicht besser machen. Ne? Und ich kann dann halt noch in so Nitpicky-Kram reingehen. Obwohl, das ist nicht mal wirklich Nitpicky. Was Nitpicky ist, ist, dass das Menü von dem Koffer beschissen aussieht. Dass die komplette, die Ästhetik und der Charme von Resident Evil 4, wie das Menü aussah mit Leon, der noch daneben stand mit seiner Waffe, dass das alles fehlt. Dass auch die Geräusche von der Bewegung her komplett fehlen. Dass man Items nicht mehr um 360 Grad drehen kann. Die Items in Resident Evil 4 können in 4 Positionen gelegt werden. Hier in Resident Evil 8 können sie nur in 2 gelegt werden. Ich weiß, das ist super nitpicky, aber dadurch kann ich mein Inventar nicht ästhetisch anpassen, so wie ich es möchte. Und zum Beispiel bei Resident Evil, das ist eine Sache, da weiß ich nicht, wie kann man ein Endspiel von derselben Firma, was 2005 gemacht wurde, ich weiß, ich sage das sehr oft, aber wie kann es zum Beispiel sein, dass die Menüführung in dem Koffer besser ist als dann in dem Spiel von 2021. Zum Beispiel eine Sache, wenn ich in Resident Evil 4 ein Item nehme und das über ein anderes drüber lege, dann werden die getauscht. Das heißt, dass ich dann zum Beispiel, ne, ich nehme Munition und dann gehe ich über ein Heil-Item drüber und dann drücke ich die Ablegen-Taste, dann wird das Item abgelegt und ich nehme automatisch das andere auf. Das geht hier nicht. Ich muss erst alles platzfrei räumen, wegschieben, damit ich dann da ein Item hinlegen kann. Das andere, und das ist der viel legitimere Grund, wofür gibt dieses Menü überhaupt? Wofür gibt es überhaupt die
Upgrades für die Koffer. Der einzige Nutzen, den die Koffer als Upgrade haben, ist für die Bonuswaffen im New Game Plus. Wenn du alle Bonuswaffen mitnehmen möchtest, ja, dann brauchst du den größten Koffer. Im Hauptspiel, das dritte Upgrade habe ich mir gar nicht mehr geholt, weil ich das zweite schon sinnlos fand. Das habe ich nicht voll gekriegt. Das war gegen Ende vielleicht mal halbwegs voll, bevor ich die doppelten Waffen verkauft habe, ne? Als ich dann zwei Shotguns und zwei Handguns irgendwie drin hatte und dann habe ich eben die schwächeren davon verkauft. Aber ansonsten ist es vollkommen egal, weil die Crafting-Elemente sind separiert davon. Bei Resident Evil 7 war das der Fall, dass die Crafting-Elemente auch Platz im Inventar weggenommen haben, sodass, wenn ich jetzt nicht gerade Zugang zu einer Itembox hatte und ich wollte noch Gegenstände aufnehmen, aber mein Inventar war voll und ich hatte Crafting-Elemente mit dabei, dann war ich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. So, treffe ich jetzt die Entscheidung, ein Heil-Item draus zu machen oder Munition? Ich weiß nicht, was ich vielleicht von beiden am ehesten später gebrauchen kann, aber ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich werde jetzt dazu gezwungen. Und hier ist es so, das ist in einem separaten Menü, die nehmen keinen Platz weg. Warum soll ich beim Spiel Items craften, bis ich sie brauche? So, was ist, ich habe überhaupt keinen Grund, Heil-Items zu craften, die dann eventuell Platz in meinem Inventar wegnehmen, wenn ich das auch jederzeit machen kann. Ich kann ja damit das Spiel pausieren, das ist überhaupt kein Problem. Genau das gleiche mit der Munition. Ich muss keine Entscheidungen treffen, sie nehmen keinen Platz weg. Es ist nicht so, dass ich irgendwie gezwungen werde, früher da mich dafür zu entscheiden. Ich kann es einfach dann machen, in dem Moment, wo ich es brauche. Es nimmt keinen Platz weg, es ist separiert im Inventar drin. So, das ist, warum dann überhaupt dieses Menü haben? Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist wirklich nur, der einzige Grund, warum das da ist, ist, weil es Resident Evil 4 gemacht hat. Das ist der einzige Grund. Das ist einfach, es hat Resident Evil 4 gemacht. Wir nehmen den Koffer, das erinnert Leute an Resident Evil 4, genau wie die anderen Sachen, die wir reingenommen haben, die ebenso sind wie Resident Evil 4. Aber wir sind eben nicht Resident Evil 4. Wir sind ein deutlich, deutlich schlechteres Spiel auf einer so Basisebene, allein schon was das Kampfsystem angeht, dass es nicht mehr feierlich ist. So, und ich glaube, ich nehme das nochmal schlechter mit, weil ich eben die Serie so liebe und eben auch die Wertschätzung für die Kampfsysteme von den guten Teilen haben. Und dann regt einen das nochmal ein bisschen mehr auf wie andere Leute. Das heißt, wenn ihr das Spiel gut findet und euch sind die Sachen nicht aufgefallen oder euch stört das nicht, das kreide ich niemandem an. Das ist, ihr braucht euch nicht schlecht fühlen oder so damit oder sonst was. Oder wenn ihr sagt, ihr mögt das sogar, genau auf dem Punkt. Das ist vollkommen okay. Das ist nur meine Meinung und meine Erklärung und ich hoffe, es ist zumindest nachvollziehbar, warum ich diesen Eindruck vom Spiel bekommen habe in diesem Fall. Und das finde ich nur so traurig. Auch dieser Mercenaries-Modus habe ich kurz ausprobiert. Das war im vorigen, das war in 4 war das, das war der Teil, in der sie den Mercenaries-Modus von so einem linearen Struktur in einen arcadigen Modus umgebaut haben, wo ich dann eben rumrennen muss und gucke, okay, wo sind die Zeitkapseln, damit ich mehr Zeit kriege. Die Gegner spawnen die ganze Zeit rein und das waren eben Karten von dem Hauptspiel, bis auf so ein, zwei Bonuskarten, die nicht auf dem Hauptspiel vorkommen, mit verschiedenen Charakteren, die ich nehmen kann, mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten. Jetzt haben sie das kombiniert mit der linearen Struktur, dass ich so kleine Story-Abschnitte nachspiele, linear und einen Gegner nach dem anderen dann darin abballer und das Gunplay von dem Spiel und das Kampfsystem gibt das auch überhaupt nicht her, damit interessante Situationen zu erzeugen. Sodass, ich glaube, spätestens im Mercenaries-Modus merken die meisten, also selbst wenn du es mit Maus und Keyboard gespielt hast, dass du vernünftig zielen kannst. Ich glaube, spätestens da sollte man merken, so man weiß vielleicht nicht warum, so man merkt nur, okay, das fühlt sich irgendwie kacke an und nicht so gut wie die anderen Mercenaries-Modus. Ich weiß jetzt nicht wirklich warum, aber das ist der Grund. Das ist der Grund, weil das grundlegende Kampfsystem nicht gut ist von diesem Spiel. Und ich hoffe wirklich, dass wenn wir jetzt, natürlich werden wir weitere Resident Evil-Teile bekommen, das Spiel hat sich ja auch super gut verkauft. Ich hoffe nur, dass Capcom jetzt nicht einfach die Verkaufszahlen von diesem Spiel nimmt und sagt, wir machen jetzt noch einen Teil in der Ego-Perspektive. Ich will, es gibt einen, das Ende deutet ja sowieso darauf hin, dass der nächste Teil, der diese Handlung fortführt, ein bisschen was anderes sein könnte. Und wer den Story-DLC End of Zoe gespielt hat von Resident Evil 7, der hervorragend ist, den ich auch besser finde als das Hauptspiel, ehrlich gesagt, das war ein Gameplay, was in die Ego-Perspektive hervorragend gepasst hat. Das war super, mit dem Onkel die ganzen Zombies zu zerbashen. Und das, was jetzt am Ende von Resident Evil 8 angedeutet wird, das könnte ich so als eine weitere Spin-Off-Reihe irgendwie hervorragend nehmen. Aber, und ich finde, das hat Resident Evil 2 Remake gezeigt, nehmt die Formel von Remake 2 und macht daraus ein neues, eigenständiges Spiel und baut das vielleicht ein bisschen größer auf, versucht, ne, macht vielleicht mal wieder sowas wie das Zapping-System vom zweiten Teil rein oder sonstigen Kram, aber das zu nehmen vielleicht und diese Ego-Perspektive, ja, wir haben es jetzt versucht, wir machen es für die Spin-Off, aber bitte die Hauptreihe wieder in die Third-Person-Richtung reingehen. Ich mache mir schon Sorgen über das Resident Evil 4 Remake. Ich weiß, das ist nicht Haupt-Capcom, das ist M2, die eben das Resident Evil 3 Remake
Remake gemacht haben. Ja, auch nicht gerade die beste Voraussetzung. Das Remake ist für mich sowieso komplett unnötig, aber sehen wir, damit es rauskommt. Ich habe auch Remake 2 für unnötig, nicht für unnötig gehalten, aber ich war auch nicht gerade der größte Freund davon und dann war es auf einmal mein Lieblingsspiel 2019 nachher. Also es ist nicht so, dass ich voreingenommen in so ein Spiel reingehe und dann einfach nur noch meine Meinung bestätigt haben wollte. Ich hab mich gefreut, Resident Evil 8 zu spielen. Ich habe mich wirklich gefreut. Und das merkt man auch, glaube ich, in dem Stream am Anfang, dass ich da wirklich Bock drauf habe und dann sofort in diesem ersten Kampf fährt das einfach in den Keller. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ich glaube, ich muss jetzt nicht wirklich auf Spoiler achten. Falls ihr das Spiel gespielt habt, wisst ihr, welche Kämpfe ich meine. Zum Beispiel der Kampf gegen Heisenberg. Ich weiß, dass viele Leute das irgendwie absurd fanden und irgendwie lächerlich. Ich fand das hervorragend. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich saß davor und ich habe einfach nur gelacht die ganze Zeit, weil ich meinen Spaß hatte. Warum der Bosskampf dann in der letzten Phase nochmal so kurz wechselt und dann langweilig wird, verstehe ich nicht. Die hätte es nicht geben müssen. Das war fantastisch. Der letzte Bosskampf ist zumindest von den Core-Bosskämpfen, glaube ich, so noch mechanisch mit der interessanteste. Auch da einfach wieder Damage Sponge. Es ist so schade, weil eigentlich 7 mit den Jack-Kämpfen die interessantesten Kämpfe schon hatte. Die waren so experimentell, gerade die ersten beiden Kämpfe mit Jack. Die waren so schön experimentell. Die haben auch ehrlich gesagt nur aus der Ego-Perspektive funktioniert. Das sind Bosskämpfe, die würden in der Third Person nicht so gut funktionieren. Vor allem der zweite Kampf. Vor allem der zweite Kampf, der Kettensägenkampf. Der funktioniert nur aus der Ego-Perspektive so gut in dem Setting. Und hier waren es dann irgendwie gefühlt zweimal derselbe Boss und dann halt dieser eine übertriebene, den ich zumindest ganz gut fand. Die Nebenbosse sind alle gleich, ehrlich gesagt. Und der finale Boss hat zumindest was. Ich hatte das Gefühl wirklich, das wäre ein Dark Souls Boss, der letzte Boss. Oder könnte ich auch Ziel anvisieren, Third Person und dann Ausweichrolle, Ausweichrolle, Schlag, Schlag, Ausweichrolle, Ausweichrolle, Schlag, Schlag. Ja, auf jeden Fall das dazu. Die Lore-Sachen, die hinzugefügt wurden, muss ich aber sagen, die fand ich fantastisch. Ich fand's ehrlich gesagt ganz cool, wie das aufgelöst wurde, wie jetzt auch so 7 und 8 als so eine Duology dienen können, wie Umbrella wieder hinzugebracht wurde, weil 7 hat sich bis am Ende Chris irgendwie kommt, angefühlt, als wäre es komplett losgelöst von dem vorigen Kanon und als hätte es die Spiele vielleicht nicht gegeben und als wäre das komplett das Reboot gewesen. Und 8 geht eben voll rein und ist so, nein, so und so hängt das alles mit der ursprünglichen Serie und dem Kanon hinzu. Und als jemand, der die Lore in diesen Spielen liebt, auch die dummen Aspekte davon, fand ich das hervorragend, wie sie so den Bogen geschlagen haben und fand ich sehr gut, wie sie das gemacht haben. Deswegen. Also ich habe jetzt, glaube ich, so 2 Dinge an dem Spiel gelobt und den Rest irgendwie scheiße gefunden. Würde mich mal interessieren, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt. Könnt gerne auch mit den Spoilern in den Kommentaren reinschreiben. Also wenn es um spezifische Spoiler geht, schreibt vielleicht am besten einfach kurz so, ne, Spoiler an den Anfang, dass dann Leute wissen, die das jetzt nicht lesen wollen, dass sie trotzdem in die Kommentare reingehen können. Aber schreibt mir das mal ganz gerne. Aber auch nochmal der Hinweis, dass wenn ihr jetzt Lust habt, eine komplette Retrospektive zu der Serie, das ist 1,5 Stunden, geht darüber auch genauso eingesprochen. Meine Erfahrungen mit eben auch dem Hintergrundwissen und sowas alles, was ich habe von der Entwicklung her und so der Kontextualisierung zwischen den Teilen und wie sie entstanden sind. Das gibt's auf dem Zweitkanal Speckobstler. Den kann ich generell empfehlen, weil da kommen mehrfach in der Woche Videos raus. Da habe ich so normale Meinungsvideos. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade mal so ein bisschen über so Frustration auf YouTube gesprochen, dass, ne, die Qualität von Videos gar nicht mal der eigentlich entscheidende Faktor ist, um hier erfolgreich zu werden. Ich aber auch bestimmte Ankündigungen, ne, ich habe jetzt zweimal über das Dead Space Remake gesprochen, einmal bei der Ankündigung, jetzt einmal bei dem Gameplay, was sie gezeigt haben. Zu dem Saints Row Remake hatte ich eben auch ein Video gemacht oder sonstige Newsmeldungen, die mit dabei kommen. Ich lade da aber auch die Uploads von den Streams hoch. Ne? Also das ist so, der Zweitkanal ist dafür da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeiguckt oder falls ihr auch Lust habt, solche Videos vielleicht ab und zu mal auf dem Hauptkanal zu haben. Denn ich habe mir jetzt gedacht, okay, bei Resident Evil 8, da bietet es sich vielleicht an bei so einem großen Titel. Ich werde irgendwann sowieso eine komplette Retrospektive zu der Serie machen, die vollkommen geskriptet ist, wo ich auf jeden einzelnen Teil ein Video mache und dann, weil ich wollte jetzt kein geskriptetes Video zu Resident Evil 8 machen hier auf dem Hauptkanal, weil eigentlich will ich, dass die Videos, die hier sind, dass die zeitlos sind, meistens. Also es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal in 10 Jahren zurückkehre und sage, das Spiel, da habe ich jetzt eine komplett andere Meinung zu, oder das will ich nochmal besprechen, oder ich mache so Remakes von meinen eigenen Videos. Aber eigentlich sollen das so meine festen Eindrücke sein und die Videos, die man sich immer wieder ansehen kann. Und diese Review, eine Review ist eigentlich ein Ersteindruck, nachdem man es mal durchgespielt hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Und es ist viel interessanter, wenn man dem Ganzen noch Zeit gegeben hat, drüber nachzudenken, wenn man mit anderen Leuten
Leuten drüber geredet hat, wenn man es nochmal gespielt hat oder vielleicht, wenn man wirklich nochmal die komplette Serie durchgeht und das Ganze frisch im Gedächtnis hat und den Kontext hat und wie sich das Ganze veränderte. Und vielleicht werde ich Resident Evil Village besser finden, wenn ich es dann irgendwann nochmal spiele. Vielleicht werde ich es noch schlimmer finden, ich weiß es nicht. Aber das, ne, nur weil es jetzt hier so ein Art Video gibt, heißt das nicht, dass ich dann kein geskriptetes Resident Evil 8 Video jemals hier auf diesem Kanal geben würde. Ich wollte das nur so sagen und dass ich das vielleicht auch mal für so große Videos, für so große Spiele hier auf dem Hauptkanal eben mal ein Video hochlade, damit eben mehr Inhalte eben auch kommen, weil es eben sehr anstrengend ist, diese dedizierten Titan-Skripte für die Videos zu machen. Ich meine, ihr merkt das ja. Aber es kommt, keine Angst. Der September, der wird sehr gut. Aber guckt da gerne auf den Zweitkanal vorbei. Ansonsten gerne auch auf Patreon. Ich lade auch sehr viele Videos hoch, die eben auf diese Art sind. Das heißt, wenn ihr Lust habt, mir eben zuzuhören, wenn jetzt im Hintergrund so halbwegs passendes Footage eben von dem Spiel mit dabei ist. Ich lade auch auf Patreon immer MP3-Versionen von den Videos hoch, falls ihr sie nur zuhören wollt, aber zum Beispiel unterwegs seid und wollt jetzt nicht so viel Datenvolumen oder so verbrauchen, die lade ich auch immer da hoch. Ihr habt da Zugriff auf über 200 Videos mittlerweile und wie gesagt, wenn wir jetzt noch so zwei, drei Leute hinzukommen, dann wäre auch das nächste Patreon-Ziel erreicht und ich mache einen Beitrag zu den 6 Resident Evil Filmen. Das würde mich auf jeden Fall freuen und ansonsten nochmal der Hinweis auf die Twitch-Streams, twitch.tv/speckobst. Da konzentriere ich mich momentan. Ich habe zwar sonntags immer so einen Stream, wo ich momentan Final Fantasy 14 spiele mit den Leuten aus der Community, damit ich da auch irgendwann mal aufhole und das komplette Spiel gespielt habe, so den Story-Content. Ich bin immer noch bei A Realm Reborn mit drin, aber wir nähern uns irgendwann so halbwegs dem Ende davon und gehen dann irgendwann mal, vielleicht komme ich Ende des Jahres noch in das erste Add-on mit rein. Aber ansonsten streame ich immer dienstags und donnerstags um 18 Uhr und konzentriere mich da eher auf so trashige oder interessante Titel. Das heißt, so Dienstag ist Trash Tuesday, wo ich mir wirkliche grottige Spiele ansehe, aber auch da immer noch so ein bisschen natürlich die Freude oder was Cooles draus sehen kann. So, wir hatten letztens das erste Alarm für Cobra 11 Spiel auf der 360 gespielt oder Superman Returns auf der Xbox 360, was sogar eine interessante Mechanik hat, aber leider vollkommen beschissenes Spiel ist, bis man die Cheats anstellt. Und donnerstags ist eben mehr so für die interessanteren Titel, die vielleicht manchmal auch ein bisschen trashig sind, aber so interessante Ideen haben oder manchmal eben auch vergessene Spieleperlen sind. Also ich habe jetzt beispielsweise in den letzten zwei Wochen hatte Wheelman, dieses interessante, nicht Fast and the Furious Spiel mit Vin Diesel, wo es aber Car Combat trotzdem gibt, und Tormented Souls gespielt, das, ja, also es passt ja eigentlich hierzu, was wieder so ein klassisches Survival-Horror im Stil von Resident Evil Silent Hill eben sein soll und ich auch ehrlich gesagt ganz cool fand. Da werde ich auch für Patreon dann, wenn ich das durchhabe, eine komplette Review eben machen. Aber ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeikommt, weil mein Internet wieder funktioniert. Das heißt, da auf dem zweiten Kanal Patreon und ansonsten bleibt auch gerne hier, die Inhalte kommen und sagt mir gerne so vom Feedback, wenn ich öfter mal sowas hier machen kann und ihr vollkommen damit okay seid, dass neben den geskripteten Inhalten auch mal sowas Ungeskriptetes kommt. Ich meine, ich mache das normalerweise eigentlich nur für so Ersteindrucksachen, aber da ich ja mittlerweile auch eine Review fast schon als einen Ersteindruck, einen volleren Ersteindruck ansehe, wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass man zumindest in einer Woche, wo mal eine Pause ist oder so, in ein Video eben dann für euch eben hier auch hat. Aber schreibt mir das gerne und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns dann im nächsten Beitrag. Bis dann, bye bye.